Liebe Sportfreunde, ich begrüße euch jetzt recht herzlich hier im Oberbach zum letzten Heimspiel der zweiten Mannschaft von TSV Altenlohnheim in dieser Saison. Unsere Gäste sind bei diesem letzten Heimspiel die zweite Mannschaft der SG Freienhagen Sachsenhausen 2. Der Trainer der Gäste, Stefan Raudis, hat seine Mannschaft wie folgt aufgestellt. Es spielt mit der Nummer 1 im Tor Elias Kase. Mit der 2 läuft auf Jens Schulz. Mit der 3 Raphael de Philipp. Mit der 4 Johannes Weißhaupt. Mit der 5 Joel Wellenstein. Mit der 7 Julian Paul. Mit der 8 Hendrik Biermann. Mit der 9 Thomas Reimer. Mit der 10 Gianluca Kleinschmidt. Mit der 11 spielt Leon Nagrusko. Und mit der 12 Daniel Lippe. Bei unseren Gästen wartet auf seinen weiteren Einsatz mit der Nummer 6 Mario Biscusi. Steffen Gerter hat sich heute für folgende Aufstellung entschieden. Er spielt mit der Nummer 1 im Tor Tobi Knoche. Mit der 2 läuft auf Maxi Hutwelker. Mit der 3 Matthias Heb. Mit der 4 Vincent Nagel. Mit der 5 Jörg Zages. Mit der 6 unser Kapitän Michi Seibert. Mit der 8 spielt Kai Brenner. Mit der 9 Till Buckert. Mit der 10 Johannes Brenner. Mit der 11 Dominik Finke. Und mit der 14 Yannick Leisner. Bei uns warten des Weiteren noch ihren Einsatz. Mit der 7 Sven Putschneider. Mit der 12 Johann Nagel. Mit der 13 Lukas Backhaus. Mit der 15 René Hunig. Und mit der 16 Stefan Ross. Die Begegnung steht unter der Leitung des Schiedsrichterkameraden Florian Niem. Er pfeift für Leber. Ja, von mir auch alles. Wünschen wir Ihnen bei bestem Fußballwetter, bei besten Verhältnissen, bei dem Spieler eine glückliche Hand, dem Spieler einen anständigen, einen fairen Verlauf. Dann noch eine Durchsage in eigener Sache. Es gibt jetzt schon hier oben im Sportlerheim auch was zu essen, und zwar Wurst, Currywurst, Pommes, alles, was das Herz begehrt. Ja, genau. Einfach,
Gut aus! Ja,
Spielminute, Tor für den TSV Altenlotheim. Unser TSV geht mit 1:0 in Führung, Torschütze, unsere Nummer, Kai Bremmer. Schneller! Komm!
Müssen wir uns bücken oder laufen wir voll durchs Bild? Er spricht kein Wort, er hat einen Ton an. Oh.
Ruhig, ruhig! Gut!
überhaupt. Thank you.
Thank you.
Spielminute, Tor für den TSV Altenlothain. Unser TSV erhöht auf 2:0 Torschütze. Wiederum unsere Nummer 8, Kai Bremmer.